Willkommen zu Vlogmas Tag Nummer 15. Ich bin jetzt anders angezogen als sonst, weil ich habe mein Färbezeug an. Mein Färbezeug an, denn ich möchte mir jetzt die Haare färben. Ich mache es jetzt doch endlich und ich hoffe, ich bin mit allem bis spätestens 14 Uhr fertig, weil 14:45 Uhr müssen wir los nach Siegburg. Und ich zeige dir jetzt mal einfach, was ich anhab. Das ziehe ich nämlich immer zum Färben an. Das ist eigentlich so die schlechtesten Sachen, die ich habe, die dann ruhig mit Farbe bekleckert werden dürfen. Das ist eine Jogginghose von einem Kumpel oder war mal von einem Kumpel. Und da sind auch schon Löcher und alles drin. Ja, und das Oberteil war mal ein Nachthemd aus meiner Jugend bzw. Kindheit. Und das ziehe ich mir halt auch immer über, damit da nichts, ja, das ist halt dann nicht schlimm. So, ich habe auch Handtuch auf den Boden ausgelegt und ich werde auch noch das Teil hier nehmen und mir überhängen, damit wirklich so gar nichts passieren kann. Das mache ich halt immer. Schmuck habe ich auch schon komplett ausgezogen. Das ist halt auch mal ganz wichtig beim Färben. Für die Haare unterstützend zur Färbung nutze ich immer Adflex. Also ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist wie eine Art Olaplex, nur ein billiger. Da tut man halt den Rebuilder, ja, also das erste mit in die Koloration. Und das zweite wirkt dann halt am Ende nach der Koloration ein. Verwenden werde ich das. Olie kennt wahrscheinlich jeder. Ich hoffe einfach, es wird ein bisschen heller. Der Ansatz wird angegleicht und dass es weniger rotstichig sein wird. Ob meine Hoffnungen erfüllt werden, weiß ich natürlich jetzt noch nicht. Man weiß natürlich nie am Ende, also am Anfang, wie es am Ende aussehen wird. Wäre auch zu schön, wenn man das immer wüsste. Und was mir natürlich auch ganz dolle hilft beim Färben, ist immer der Spiegel auch hier hinten. Also ich kann einmal hier vorne in den Spiegel gucken und hinten in den Spiegel, ob ich wirklich alles erwischt habe. Und ich hoffe, ich habe jetzt alles vorbereitet, was ich vorbereiten musste. Handschuhe an. Bei meiner Haarlänge brauche ich natürlich zwei Packungen, die habe ich auch. Dann hoffe ich natürlich, dass meinem Haar nichts passiert, was ich nicht will. Weil das ist immer meine größte Angst. So von wegen, dieses Färben war das letzte Färben, was mir möglich war. Aber dafür nehme ich ja Adflex. Die Handschuhe, die in der Packung immer mit drin sind, die nutze ich nie. In der Packung ist natürlich der Entwickler. Dann einmal die Flasche, in der es entwickelt wird. Dann die Haarfarbe an sich, also die Kolorationscreme. Und dann halt dieses Nachfärbe-Treatment. Also nach dem Färben-Treatment. After Color Care. Ich lese trotzdem einmal durch. Auch wenn ich das jetzt schon das öfter gemacht habe, aber man will ja nichts falsch machen. Ne? Zum Einmischen setze ich mich einmal auf die Toilette. Mache ich immer so am sichersten. So, jetzt habe ich alles hier drin. Und jetzt so lange mischen, bis es eine Masse ist. Und auf den Ansatz. Oh, eine Sache doch noch vergessen. Vaseline überall hin. Das habe ich ganz vergessen. Shit. So. Tja, wenn man filmt, vergisst man alles. Nummer 2.
Das Ganze lasse ich jetzt eine halbe Stunde einwirken und mal gucken, wie es dann nachher aussieht. Und ich hoffe natürlich, dass ich beim Ausspülen keine Haare verliere. Da habe ich nämlich beim jedem Mal Färben Schiss vor. Das ist jetzt der Zwischenstand. Noch 13 Minuten bis zum Ausspülen. Also jetzt sieht es ziemlich rot aus. Ich hoffe, das verändert sich gleich noch. Nicht, dass ich hinterher doch noch wieder rotere Haare habe als vorher. Das wäre blöd. 30 Minuten sind rum, also spüle ich mir jetzt fix die Haare aus. Also so sieht es jetzt aus. Ja, mal gucken, wie es ausgewaschen aussieht. Ich hoffe ja, dass es nicht fleckig geworden ist, sondern schön gleichmäßig. So sieht es dann so von hinten. Ich kann nicht sehen, was man jetzt sieht. Ich hoffe, du siehst irgendwas. Ich habe jetzt ausgespült und ich habe jetzt die After-Colorations-Care drin. Also ich habe da eine Menge reingetan, weil Haselnuss groß für meine ganzen Haare nicht reicht. Ja, das Ganze sieht natürlich jetzt sehr orange-rot aus. Damit muss ich jetzt erstmal leben, bis das Fanola ankommt und ich meine Haare damit pflegen kann, beziehungsweise ein bisschen anders umpigmentieren. Ja, und jetzt habe ich halt die Pflege für 3 Minuten drin. Und um die auszuspülen, da gehe ich dann jetzt gleich auch noch mit duschen. Also, weil ich eh noch vorhatte zu duschen und dann mache ich das in einem Abwasch, einem Rutsch. Genau, einem Rutsch. Ja, gut. Sieht jetzt natürlich nicht so aus, wie ich das jetzt unbedingt wollte. Aber sie sind heller. Bin ich ja mal gespannt, wie das Ganze im trockenen Zustand aussieht. Und ich scheine auch keine Haare verloren zu haben. Also, mir ist jetzt beim Ausspülen nichts aufgefallen oder irgendwie besonders viel ins Sieb gekommen oder so. Ja, das ist halt jetzt der Stand. Ich hoffe, im Trockenen sieht es halt ein bisschen besser aus. Aber bevor du jetzt gleich sagst, so ja, hätte ich dir ja sagen können, dass das so wird. Ich dachte es mir auch schon, aber ich habe gehofft, dass es nicht so wird. Aber mit dem Shampoo kann ich es dann verändern. Das dürfte dann nächste Woche oder so kommen. Ja, ich muss dann halt aber auch gut pflegen, weil das, glaube ich, ziemlich austrocknend ist. Aber immerhin habe ich es jetzt erstmal geschafft, dass alles gleich ist. Zumindest sieht das jetzt so im nassen Zustand mit der Pflege drin aus. Wie das dann im trockenen Zustand ist, werden wir sehen. Ja, naja gut. Ich bin ansatzweise zufrieden, also dass es jetzt halt heller geworden ist. Und ja, wenn es gleichmäßig ist, kann ich nochmal zufriedener sein. Und wenn ich dann später diesen Orange-Rot-Stich hinkriege, kann ich noch glücklicher sein. Wir haben jetzt schon wieder einige Zeit später und meine Haare sind jetzt endlich trocken. Ich habe die Luft trocknen lassen, auch weil ich aktuell meinen Föhn nicht habe, weil der ist kaputt und mein Papa versucht, den zu reparieren. Da ist es gut, einen Handwerker in der Familie zu haben. Der ist halt Elektrotechniker. Ja, und das ist jetzt das Ergebnis. Das ist jetzt, wie du siehst, mit dem My Beauty Light, also mit so einem ganz hellen Licht. Ja, es ist deutlich heller geworden und es ist jetzt auch, so wie ich sehe, nicht irgendwie total fleckig geworden. Klar, nach unten zu den Spitzen, die schon oft gefärbt worden sind, wird es etwas dunkler, aber insgesamt ist alles deutlich heller geworden. Ja, es ist recht rotstichig, aber ich denke mal, das ist nichts, was ich mit dem Fanola nicht hinbekomme. Also ich denke mal, da dürfte sich dann ein bisschen so die Farbgebung auch noch ein bisschen verbessern. Aber an sich bin ich jetzt soweit zufrieden. Meine Haare haben nicht allzu sehr drunter gelitten. Die sind noch in voller Länge da. Nichts abgebrochen. Ja, und ich denke mal, das geht so fürs selber Färben. Gerade gucken, wie das so von hinten aussieht. Mal den Spiegel nach hinten mit einbeziehen. Da muss ich anders machen. Ich hoffe, so sieht man jetzt einigermaßen alles. Ich kann es jetzt natürlich selbst nicht sehen. Und ich glaube, gerade auf dem schwarzen Pullover kann man sehr gut erkennen, dass sich einiges verändert hat. Jetzt mache ich gerade auch mal das Licht aus, damit man es auch mal so sieht. Jo, ich glaube, da sieht das Ganze dann etwas rötlicher aus. Ich bin mir aber auch nicht sicher, wie ich das jetzt selbst sehe. Also ja, so ist es halt mit normaler Glühlampe.
In Tageslicht kann ich natürlich nicht wirklich zeigen, weil es ja auch nicht mehr so hell ist. Mal gucken, wann wir heute auf den Mittelaltermarkt gehen. Wahrscheinlich nach der Weihnachtsfeier. Ja, und so war das ganze Jahr mit dem Licht. Ja, also ich denke schon, dass sich das etwas verändern lässt mit einem guten Silbershampoo. Oder halt überhaupt mit irgend so ein, mit Fanola. Ist ja eins der stärksten überhaupt. Ja, vielleicht sehen wir uns nochmal später in Siegburg. Mal schauen. Ansonsten, ja, du wirst ja sehen, wenn ich mich nochmal melde. Ich weiß halt selbst noch nicht, ob ich mich da nochmal melden kann. Wie dunkel oder angepasst, nicht angepasst, angemessen es da ist, zu filmen. Mal gucken. Ich werde das dann da vor Ort entscheiden. Wir fahren in 10 Minuten los. Nein, kein Energiesparmodus. Wir haben jetzt mittlerweile 11:45, also 11:45. Ja, wir sind jetzt wieder zurück aus Siegburg. Wir waren auch noch bis kurz nach 22 Uhr nach der Weihnachtsfeier auf dem Siegburger Mittelaltermarkt bzw. Weihnachtsmarkt. Aber da konnte ich leider nicht wirklich mitvloggen, wie ich das wollte. Eigentlich habe ich gevloggt, aber irgendwann ist mein Handy ausgegangen, mangels Akku. Deswegen tut mir leid, dass ich glaube nur eine einzige Szene einblenden kann, die nur ein paar Sekunden geht. Der Rest ist halt alles weg, weil es nicht abspeichern konnte, weil Akku leer. Wo hat sich gelohnt, zum Mittelaltermarkt zu fahren? Ja. Da war eine Feuershow als Schlussdarbietung von 9:30 bis 10. Ja, und die haben es echt toll gemacht. Vor allem war da so ein Gaukler und dann noch ein anderer Typ. Also sie haben zu zweit Feuer rumjongliert und die haben das wirklich witzig gemacht, weil einer von den Parts war halt ja jemand, der auch verwirrt und lustig tat. Und der war sowas von in seiner Rolle, hat er richtig gut gemacht. Also ja, haben die toll gemacht. Also die Feuershow war echt toll. Tut mir leid, dass ich die nicht vloggen konnte, weil Akku. Aber so ist das halt manchmal. Ich dachte so, ja, als ich so 60, 40% noch hatte, reicht ja noch. Aber hat nicht gereicht. So Aber ist das Spazieren halt. dahin hat sich gelohnt, obwohl das ganz schön weit war. Och, das geht eigentlich, ja. Wir sind zwar eingeschränkt, aber es ging eigentlich noch. Klar, damals kam mir der Weg weniger weit vor, weil ich noch ein bisschen besser zu Fuß war. Aber okay, ich beende jetzt einfach den Vlog für heute und sag wahrscheinlich bis morgen. Tschüss, hab einen schönen dritten Advent. Ja, einen schönen dritten Advent. Tschüss. Oh, Lille! Toll, er hat alles runtergerobbt.